Baldur's Gate 3 legt auf Steam einen geradezu lächerlichen Höhenflug hin. Stop this thing! Was passiert da? Ja, hier, doch. Hier, Hebel. Moment. Was? What the? Oh, Baldur, he just flew away! Über 800.000 Spieler gleichzeitig hat das Spiel zum Launch-Wochenende geschafft. Fast so viele wie die 950.000 im Peak von Elden Ring. Und obwohl die beiden Spiele erstmal sehr unterschiedlich sind, ist Baldur's Gate, finde ich, in gewisser Weise das Elden Ring von 2023. Es ist mal wieder ein Spiel, das auf eine ganze Menge moderner Trends pfeift und sich stattdessen traut, den Spieler mit Tiefgang, mit Anspruch, mit einer eigenen Vision und mit endlosen, faszinierenden Entdeckungen zu begeistern, statt ihn zu binden mit zynisch durchkalkulierten Psychotricks. Dass das so erfolgreich werden würde, hätte sich trotzdem, glaube ich, kaum jemand gedacht. Auch die Entwickler nicht, denn der Chef von Larian, Sven Winke, schrieb auf Twitter, dass er sich jetzt erstmal vor seiner IT-Abteilung verstecken muss, weil er denen gesagt hat, ey Leute, ich denke so 100.000 Spieler werden es wahrscheinlich werden. Stattdessen rannten ihm die Spielerscharen die Tür ein. Don't give it a shot. The heat coming off that door. Opening it could spell trouble. Leute, der Dialog hätte vielleicht früher kommen sollen. Whoops. Aber seien wir ehrlich, wer hätte damit jetzt schon wirklich rechnen können? Rundenbasierte Oldschool-Rollenspiele sind jetzt nicht unbedingt das Material, aus dem Steam-Rekorde gemacht sind. Larians letztes Spiel, Original Sin 2, kam gerade mal auf 90.000 im Peak, also ungefähr ein Zehntel von dem, was Baldur's Gate 3 jetzt schon geschafft hat. Und das galt damals schon als großer Erfolg für Larian und für das Genre. Aber ich denke, es gibt einige gute Gründe, warum Baldur's Gate 3 so erfolgreich ist und warum es gerade jetzt so erfolgreich ist. Also mal abgesehen von dem doch bewundernswert teuflisch genialen Marketing. Ich saß ja in der ersten Reihe, nichtsahnend und unschuldig, als die Entwickler uns auf einmal mit Bärenbeischlaf überraschten und das Internet im Sturm eroberten. Well played, Larian. Aber viralgehend ist eine Sache, bei Baldur's Gate steckt halt auch was dahinter. Und fangen wir mal an mit dem Offensichtlichen. Es ist ein 60-Euro-Paket, wo wir einfach ein riesiges, hochwertiges, tolles Spiel bekommen, das uns auch nicht gleich angeht damit, wo es uns gern noch das nächste Geld abknöpfen würde. Ne? Ein Season Pass hier, ein Battle Pass dort, ein paar Skins vielleicht auch noch. Nein, Baldur's Gate ist einfach mal wieder ein richtig schönes Komplettpaket, für das ehrlich gesagt sogar der neue Vollpreis von 70 Euro mehr als gerechtfertigt wäre, wenn wir ehrlich sind. Aber Larian verlangt nicht mal das. Sie verlangen den alten Vollpreis von 60 Euro. Es ist die Art von Spiel, von dem die Spieleindustrie uns seit Jahren weismachen will, das geht gar nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr. So ein großes Projekt und dann keine Extramonetarisierung drin, das kann man ja gar nicht bringen. Siehe da, man kann trotzdem sehr erfolgreich sein damit. Wer hätte es gedacht? Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen, siehe Elden Ring, aber es ist doch immer wieder schön, wenn so manche, sag ich mal, Argumente für immer absurdere Preise und immer mehr Monetarisierung in Spielen halt doch mit einfach einem hochwertigen, tollen Produkt Lügen gestraft werden. Und Baldur's Gate gibt dem Spieler nicht nur einen mehr als fairen Deal, es nimmt ihn auch auf spielerischer Ebene ernst. Es traut uns was zu. Es ist nicht so glatt gebügelt und weich gespült, wie man nur sein kann. Stattdessen serviert es ein komplexes Regelwerk und eine riesige Sandbox an Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit denen man, wenn man sich darauf einlässt
Und das hat bei mir selbst eine Weile gedauert, wenn man sich darauf einlässt, wirklich jede Situation auf Dutzende unterschiedliche Weisen angehen kann. Man kann Kämpfe per Dialog überspringen. Man kann Gegner aufeinander hetzen, wenn man sich noch schlauer anstellt. Man kann die Umgebung erkunden nach Vorteilen. Es gibt fast immer irgendwelche Wege, sich einen Kampf, wenn man denn kämpfen will, einfacher zu machen, indem man die Umgebung noch zu seinem Vorteil gestaltet, Verbündete freischaltet, was auch immer. Es gibt Hintertüren, durch die man sich reinschleichen kann. Man kann den Feind dann von oben, vom Dachgebälk angreifen. Man kann das Schlachtfeld auf kreative Weise nutzen. Man kann Kronleuchter oder Feuerbecken auf den Gegner hinunterballern lassen, dem Gegner Brücken unter den Füßen wegsprengen. Man kann sich auf die verschiedenste Weise durch die Level bewegen und auch da so viel entdecken. Teleport, Unsichtbarkeit, Tarnung, Schleichen, Sprünge. Es gibt auch hier so viele Möglichkeiten. Und selbst wenn man fair kämpft, gibt es durch die zahllosen Klassen- und Fähigkeitenkombinationen noch so viele verschiedene Strategien und Möglichkeiten. Das alles auszuschöpfen macht so viel Spaß. Und Baldur's Gate 3 vertraut darauf, dass Spieler, wenn sie sowas kredenzt bekommen, nicht davor weglaufen, sondern Spaß dran haben, sich darauf einzulassen und das zu entdecken. Auch hier wieder. Grundlegend eine ganz ähnliche Philosophie wie Elden Ring, das dem Spieler ebenfalls zutraut, so ey, hier hast du eine knallharte Souls Open World, deal with it. Und wir haben damit gedealt und eine ganze Menge Spaß dabei gehabt, mehr als damals die meisten Leute wahrscheinlich gedacht hätten, mehr Leute, als man dem Souls-Genre vielleicht zugetraut hätte, selbst nachdem es schon lange im Aufwind war. Und genauso zeigt Baldur's Gate gerade das hoch, diese rundenbasierten Rollenspiele, da steckt ja doch mehr drin als gedacht, wenn man es so gut und so schön umsetzt. Auch bei der Story übrigens. Es gibt bergeweise Dialoge, die nie langweilig werden, weil alles so gut geschrieben und vertont ist und mit so viel Liebe zum Detail. Mein Lieblingsfeature in Baldur's Gate 3 ist tatsächlich eigentlich eine Kleinigkeit. Es sind die Inspirationen, die du als Belohnung bekommst, wenn du dich entsprechend deines Rollenspielcharakters verhältst. Ich wurde da immer wieder mit tollen Momenten überrascht. Zum Beispiel, ich habe sich für einen Gentleman geziemt, natürlich einen Mann von adliger Herkunft gespielt. Und das Spiel belohnt mich tatsächlich dazu, wenn ich mal einem Gruppenmitglied über den Mund fahre und sage, jetzt nicht, ich übernehme den Dialog, weil das eben ist, was ein Adliger mit seinen Untergebenen ab und an zu tun gedenkt, wenn sie, sag ich mal, sich zu viele Freiheiten herausnehmen. Und so hat man nicht nur unterschiedliche Erlebnisse, man hat wirklich Anreize, anders zu spielen und wird belohnt, wenn man so richtig mit seiner Rolle verschmilzt. Und das Spiel hat davon genug Momente, dass egal wie du spielst, du immer welche haben wirst. Ich habe das so gefeiert. Jedes Mal habe ich mich gefreut, wenn ich wieder eine Inspiration bekommen habe. Die Belohnung ist eigentlich eher klein. Du kriegst ein bisschen Erfahrung und einen Würfelwurf extra, den du wiederholen kannst. Aber einfach der Moment, dass das Spiel dir zuzwinkert und sagt so, ey, wir verstehen uns. Ne? Du hast deinen Charakter gut gespielt. Wie gut ist das? Und das Spiel steckt voll von solchen Details. Eine von Larians größten Stärken, und das kennt man schon aus ihren vorherigen Spielen, selbst aus Spielen, die vielleicht heute kaum jemand kennt von ihnen, wie Dragon Commander zum Beispiel, ist ihr großartiges Flair für ausgefallene Geschichten. Und zwar sowohl humoristisch als auch ernst. Der Larian-Humor ist, sag ich mal, ein bisschen albern, ein bisschen sarkastisch, ein bisschen beißend manchmal. Ehrlich gesagt, mehr als Oldschool Baldur's Gate das war. Man könnte das sogar kritisieren. Es ist in mancher Hinsicht mehr ein Larian-Spiel als ein Baldur's Gate. Es hat viel vom alten Baldur's Gate, aber es hat auch sehr viel von Divinity und Larians alten Teilen. Aber der Humor ist fantastisch. I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they toast for saving so many lives. And now that I'm here, I hate it. This is awful. So schlimm ist es doch gar nicht. Denkt an die Goblins, die ihr getötet habt. Aber auch die ernsten Geschichten, denn auch hier bringt Larian interessante Prämissen, einzigartige Charakterstories, faszinierende Gedankenexperimente, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst. Sie,
Das ist ein Studio, das coole Ideen hat und den Mut, sie umzusetzen, sie zu verfolgen, konsequent, ohne Angst davor, ob vielleicht jemand das irgendwie komisch finden würde. Und offenbar finden wir es nicht komisch. Wir finden es toll. Wir lassen uns begeistert drauf ein. Es ist so gut. Gerade ein Spiel wie Baldur's Gate 3 muss faszinieren, damit die Leute sich auf diesen Umfang, auf diese Welt, auf dieses Regelwerk auch einlassen. Und Baldur's Gate 3 schafft diese Faszination. Und auch hier, es bietet so viel Freiheit, eben nicht nur in den Kämpfen, auch in den Dialogen. So viele verzahnte Entscheidungen, die alle beeinflussen, wie es weitergeht. Der eine Charakter ist vielleicht im einen Durchlauf, hat eine riesige Story. Im anderen erlebst du die nie, weil du dich gegen ihn entschieden hast. Ich habe im Stream immer wieder von Leuten gehört, so, ey Maurice, was du da gerade hast, das habe ich nie gesehen. Das lief bei mir komplett anders. Holy shit. Und das hat es dann auch für mich viel Zeit. Ah, okay, das ist gerade was Besonderes, was gar nicht jeder sieht. Das ist eine Konsequenz meiner Entscheidungen. Nicht nur irgendwie vorgegaukelt, sondern es verzahnt sich wirklich auf die absurdeste Art und Weise. Und ja, wenn ihr da übrigens auch mit mir fachsimpeln wollt, ne, und mir erzählen wollt, was ich alles falsch hab, mache oder was ihr alles schon Tolles erlebt habt, dann schaut doch gerne mal im Stream vorbei. Ich spiele Baldur's Gate 3 gerade sehr intensiv. Ich habe vielleicht ein Problem und spiele es zu viel. Ich will nicht drüber reden, aber eigentlich doch. Twitch.tv, Maurice Weber, Link in der Beschreibung. Freut mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Denn Baldur's Gate 3, wie gesagt, es hat mich komplett gepackt. Es schafft genau das, was die meisten modernen Service-Games wollen. Spielerbindung, Player-Engagement, wie man so schön sagt, und massiven Wiederspielwert. Aber nicht, weil ich mich durch irgendeinen Battle Pass grinden will, wo ich dafür bezahlt habe, mich zu verpflichten, meine Stunden abzuleisten, sondern weil ich alles sehen will, was dieses Spiel zu bieten hat. Und weil das einfach eine Weile braucht, weil es so viele gute Inhalte hat und so vielfältige Inhalte, dass ich jetzt schon meinen nächsten Durchlauf plane. Und wie ich maximiere, dabei so viel wie möglich zu sehen, was ich diesmal nicht gesehen habe. Obwohl ich noch weit davon entfernt bin, den ersten abzuschließen. Weil der so umfangreich ist. Und weil das Spiel so endlos viele faszinierende Entdeckungen bietet, dass wir wie ein Kind mit weiten Augen durch diese Welt stolpern. Ganz begeistert, ganz erwartend, was wir als nächstes entdecken. Ich fühle mich wieder wie 10, ne? Wie damals, als ich Baldur's Gate 2 gespielt habe. So geht Spielerbindung. Dabei ist Baldur's Gate 3 nicht mal perfekt. Es ist oft sperrig, die Kamera geht mir richtig auf die Nerven. Ebenso das Inventar und vor allem das Austauschen von Gruppenmitgliedern und die Inventarverwaltung, wenn mal ein Gruppenmitglied ein Item hat, was du gerade brauchst und das ist im Lager und du musst eins da lassen und ein anderes reinholen und du hast keinen Bock und dann haben sie auch noch immer zwei Dialoge, die du abspielen musst, damit sie kurz im Lager bleiben und du fragst dich, warum gibt es einfach kein allgemeines Gruppeninventar, warum kann ich nicht im Lager alle Inventare aufrufen? Manchmal bewegen sich die Gruppen wieder komisch, manchmal verhaken sie sich, manchmal buggt die KI ein wenig rum. Manchmal renne ich in unvorhergesehene Aktionen, die das Spiel dann nicht ganz so elegant handhabt. Es kommt immer damit klar, aber du merkst, es gibt manchmal, jetzt greifen Notfallsysteme, jetzt schaltet sich die Erzählerin kurz ein, weil du in ein Gebiet eingedrungen bist, wo du eigentlich nicht sein solltest und es gibt keinen echten Dialog, der darauf reagieren könnte. Aber man verzeiht das, weil man merkt, das ist halt der Preis, den das Spiel für seine riesige Fülle an komplexen Möglichkeiten zahlt. Baldur's Gate 3 ist für mich, was Gaming sein sollte. Baldur's Gate 3 ist ein Kunstwerk, gemacht von Leuten, die ihre eigene Vision hatten und die durchgezogen haben. Egal, was irgendwelche Marktforschung-Trends sagen. Und es ist so schön zu sehen, erneut, wie gesagt, nicht das erste Mal, aber erneut, dass sowas heutzutage auch so erfolgreich sein kann. Nun will ich mir keine Illusionen machen, dass Baldur's Gate 3 die Welt verändern wird. Ja, da steckt eine Lektion drin. Schaut mal, diese Art von Liebesbrief an ein Genre, an eine Community, an eine Serie, an eine Marke kann auch erfolgreich sein. Aber das ist immer noch der schwere Weg. Der leichte Weg, ein Mobile-Spiel mit bergeweise Mikrotransaktionen, ist am Ende des Tages immer noch einträglicher und weniger aufwendig. Und selbst wenn man möchte, kann gar nicht jedes Studio ein Spiel wie Baldur's Gate 3 machen. Larian ist inzwischen kein kleiner Indie-Underdog mehr. Da hocken über 400 Leute in mehreren Studios rund um die Welt. Und
Ein Viertel davon sind allein für die Dialoge und Cutscenes zuständig. Und nur deswegen kann das Spiel auch, und wir müssen uns ja keine Illusionen machen, dass das auch zum Mainstream-Appeal sehr beiträgt, dieses klassische Oldschool-Genre auf diese doch vergleichsweise moderne Art und Weise inszenieren, mit voll vertonten Dialogen und Cutscenes für jedes Gespräch. Normalerweise sind wir hier Textboxen aus der ISO-Perspektive gewohnt. Es ist selten, dass dieses Genre auf dieser Art und Weise auf Hochglanz poliert werden kann. Das letzte Studio, das das zuverlässig und regelmäßig gemacht hat, war BioWare. Und die haben ja auch schon ihre Glanztage ein wenig hinter sich, leider. Das heißt, ich würde mir nicht ausmalen, dass jetzt nach Baldur's Gate 3 ein Haufen solcher Spiele nachfolgt, weil die Spieleindustrie sieht, ach, das geht ja auch, das machen wir jetzt alle. Da gehört schon ein spezieller Cocktail an Zutaten dazu. Ein Studio, dass sich das über lange Zeit erarbeitet hat. Ne, Larian, von Erfolg zu Erfolg, jedes Mal ein bisschen mehr. Ein wenig wie The Witcher auch, ne? Mit jedem Spiel dann erfolgreich genug, dass das nächste einen Schritt weitermachen konnte und die Kernvision des Studios noch besser und aber auch noch, nicht im negativen Sinne gesagt, massentauglicher umsetzen konnte, weil einfach mehr Ressourcen, mehr Erfahrung, mehr Budget und mehr Selbstvertrauen da war. Und dann muss man auch den Willen haben und die kreative Power, sich sowas, also so ein Spiel zu konzipieren und es umzusetzen. Aber manchmal passiert das immer noch. Selbst in einer Gaming-Welt, in der wir manchmal verzweifeln, wenn man das Gefühl hat, ach, was ist denn aus all dem, das uns früher fasziniert hat, geworden? Aber wenn wir ehrlich sind, Gaming ist schon auch ziemlich cool gerade. Es gibt so viele coole Studios, die cooles Zeugs machen. Und es gibt die Schattenseiten, ja, aber es gibt auch die Baldur's Gate 3s dieser Welt. Und selbst wenn das jetzt nicht eine Lawine solcher Spiele nachzieht, freue ich mich unglaublich für Larian, für diesen wohlverdienten Erfolg. Und ich bin so gespannt, was sie mit dem Erfolg und den Ressourcen von Baldur's Gate 3 jetzt als nächstes machen. Ich wage es mir kaum vorzustellen aktuell, aber ich will es sehen. Larian, well played.